So, hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht's weiter mit Lego Super Mario und da schauen wir uns mal die vier Power-Up Packs an. Das sind vier unterschiedliche Anzüge, die wir der normalen Super Mario Figur anziehen können. Jedes dieser Packs kostet normalerweise knapp 10 Euro, im Angebot gibt's die aber schon so für um die 8 Euro. Und die Sets bestehen dann aus 10 bis 13 Teilen, also der Baumeister Mario zum Beispiel, der hat 10 Teile, Katzen Mario und Feuer Mario haben dann jeweils 11 Teile und der Propeller Mario hat dann die meisten Teile mit 13. Und von hinten sieht das Ganze dann noch so aus, hier sieht man jetzt den Hinweis, dass man in diesem Set eben nicht Super Mario bekommt, auch nicht die Startröhre und die Zielflagge. Die Teile sind ja in dem Set 71360 das Starter-Set, das habe ich euch oben mal in der Infokarte verlinkt, falls ihr das Video noch nicht kennt. Okay, und dann öffnen wir jetzt mal die Packs und schauen mal, was da drin ist. So, und hier haben wir dann mal den kompletten Inhalt der Packs. Die Packs sind eigentlich ziemlich gleich aufgebaut, also die Hose, die liegt immer lose drin und dann bekommt man hier halt noch so ein Tütchen, da sind dann noch die restlichen Teile drin, mit zum Beispiel dann auch der Mütze. Und ich glaube, das sind die einzigen Super Mario Packs, wo auch eine Anleitung mit dabei ist, weil ihr bekommt hier wieder so einen Zettel, der verweist zwar dann auch auf die App, das sieht man hier unten, aber auf der Rückseite sieht man dann noch hier die Aufbauanleitungen, wobei bei den Charakterpacks, also von der Sammelserie, da waren ja auch Aufbauanleitungen dabei, weil es sind ja nicht so viele Schritte, also ihr seht schon, nach 5 Schritten hat man zum Beispiel hier Feuer Marios Anzug dann aufgebaut. Gut, und ich werde das Ganze jetzt mal kurz zusammenbauen und wir hören uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. So, fertig. Hier haben wir jetzt die aufgebauten Anzüge. Der Aufbau ging recht schnell, waren ja nur ein paar Teile. Und die einzelnen Packs sind eigentlich auch wieder recht ähnlich aufgebaut worden. Ich kann euch das hier mal bei Feuer Mario zeigen. Sie bestehen immer aus zwei dieser Platten, die dann mit einer 2x4er Platte hier zusammengesteckt worden sind. Das ist eben bei allen Anzügen gleich. Die unterscheiden sich dann halt nur in der Farbe und ein bisschen an der Dekoration. Also bei Feuer Mario hat man zum Beispiel ein bisschen Lava. Bei den beiden haben wir dann Pflanzen. Und beim Baumeister Mario, da ist nichts. Da ist hier an der Seite vielleicht so ein strukturierter Stein, der halt so ein bisschen das Baumeister mäßige andeuten soll. Okay, und dann schauen wir uns die Anzüge mal ein bisschen genauer an. Wir werden die natürlich auch gleich noch an Super Mario testen. Wir starten jetzt hier mal mit dem Feuer Mario Anzug. Der ist halt hauptsächlich in weiß gehalten. An seiner Hose hier haben wir noch zwei gelbe Hosenträgerknöpfe. Das sind auch die einzigen Teile, die man dann an der Hose anbringen musste. Der Rest ist dann ein komplettes großes Teil. Genauso wie die Mütze. Die Mütze steckt dann hier auf einer 2x2 Fliese mit einem Stud oben drauf. Die hält das dann eben ganz gut. Und wie gesagt, hier vorne ist halt ein bisschen Lava angedeutet. Und ansonsten sind es halt die zwei roten Platten, die dann mit dieser Platte hier in der Mitte verbunden sind. Der zweite Anzug wäre dann hier mal der Propeller Mario. Der hat jetzt als Untergrund einen Wüstenuntergrund und auch hier wurden halt zwei Hosenträgerknöpfe an seiner Hose rangemacht. Der Rest ist auch wieder ein Teil mit blauen Schuhen und eben der roten Hose und dem weißen Streifen hier vorne. Die Mütze sieht eigentlich ganz cool aus. Hier musste man den Propeller oben noch separat reinstecken. Also die Mütze besteht dann quasi aus zwei Teilen und die wird auch wieder hier von so einem Teil gehalten. Und ja, das zeige ich euch auch mal kurz von allen Seiten. Der dritte Anzug wäre dann hier mal Katzen Mario. Der hat jetzt als Untergrund einen Grasuntergrund mit einer Pflanze hier vorne. Und hier an den Hosenträgern sind halt auch wieder zwei Knöpfe rangemacht worden. Ansonsten ist es auch wieder komplett ein Teil. Und die Mütze hat halt die Katzenohren. Und der letzte Anzug ist dann hier Baumeister Mario. Der hat dann einfach nur so einen Steinuntergrund. Seine Hose gefällt mir eigentlich ganz gut hier mit dem Gürtel und der Tasche dran. Und er hat dann halt noch so einen Helm hier an der Seite. Und ihr könnt mir jetzt natürlich schon mal in die Kommentare schreiben, welcher dieser Anzüge euch am besten gefällt. Und jetzt werden wir auch gleich mal die Anzüge an Super Mario testen. So, und ich habe Super Mario hier schon mal kurz dazu geholt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie weiß Super Mario eigentlich, welche Hose er gerade trägt? Das kann ich euch mal zeigen. Ich ziehe mir mal seine normale Hose hier aus. Und in der Hose, das sieht man hier drin, da sind so einzelne
ja, Auskerbungen oder so kleine Pins angedeutet. Und hier bei Mario hat man dann das Gegenstück, das sind diese Teile hier. Und je nachdem, welche Hose er anzieht, werden halt andere Teile nach oben geschoben. Und so weiß er dann, welche Hose er trägt. Das kann ich euch hier mal kurz bei dem Feuer Mario zeigen. Also so im Vergleich sieht man das hier. Da sind eben die Teile ein bisschen anders angeordnet. Und so weiß er eben, dass er entweder die normale Hose trägt oder eben den Feueranzug. Da schläft der einfach, da kennt er nichts. So, okay, weiter geht's. Ich habe Super Mario wieder aufgeweckt und jetzt werden wir mal die einzelnen Anzüge testen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Feuer-Mario-Anzug. Ich nehme erstmal kurz die Mütze ab. Jetzt die neue Mütze oben drauf. Da tut sich jetzt noch nichts, aber eben, wenn wir unten die Hose ausziehen und die neue Hose dann anziehen, dann hat Mario jetzt die Feuerblume. Und Mario kann ja jetzt Feuerbälle verschießen. Das Ganze funktioniert so, man hebt ihn einfach an und schüttelt ihn so ein bisschen nach vorne. Und dann bekommt er auch ab und zu ein paar Münzen. Und wenn Super Mario, bevor er einen Gegner besiegt, ihn erstmal mit Feuerbällen beschießt, dann bekommt er auch noch ein paar mehr Münzen raus. Okay, und dann ziehen wir Mario jetzt mal den zweiten Anzug an. Das ist hier der Propelleranzug. Setzen wir erstmal kurz die Mütze auf. Da passiert ja dann noch nichts. Und dann noch die Hose. So, und jetzt hat Mario eben den Propellerpilz. Der funktioniert jetzt folgendermaßen. Man muss Mario in die Luft katapultieren oder richtig nach oben feuern. Dann kommt zum einen der Soundeffekt und wenn Mario dann beim Runtergleiten ja ein bisschen sich bewegt, also so ein paar Kunststücke vorführt oder so, sich halt ein bisschen hin und her bewegt, dann gibt es auch noch Münzen. Okay, weiter geht's dann mit dem dritten Anzug. Das ist dann der Katzen-Mario-Anzug. Setzen wir auch hier als erstes mal kurz die Mütze auf. Und dann noch die Hose. Und mit dem Anzug kann Mario jetzt Wände hochlaufen. Und wenn er hochläuft, dann bekommt er auch noch ein paar Münzen. Okay, und damit kommen wir jetzt noch zum letzten Anzug, zum Baumeister Mario Anzug. Setzen wir hier auch als erstes mal kurz den Helm auf. Und dann kommt noch die Hose. Und dieser Anzug funktioniert jetzt folgendermaßen, also es ist eigentlich so wie eine Stampfattacke, finde ich. Also man muss mit Mario hochspringen und dann schnell nach unten gehen und dann bekommt man ebenfalls ein paar Münzen. Gut, und das waren dann mal alle Funktionen von den einzelnen Anzügen. Kommen wir noch kurz zu meinem Fazit. Optisch sehen die Anzüge auf jeden Fall ziemlich cool aus. Man kann sein Mario halt damit individualisieren. Ob man sie jetzt aber wirklich braucht, da sage ich mal eher nein. Also so arg viele Vorteile fürs Spiel gibt es halt nicht. Man bekommt halt mehr Münzen. Aber ansonsten kann man das Spiel auch ganz normal halt mit dem normalen Mario spielen. Von daher würde ich es nicht unbedingt kaufen. Aber wie gesagt, um sein Mario halt so ein bisschen anzupassen, da kann man sich ja den einen oder anderen Anzug kaufen, wenn einem die eben dann gefallen. Mir persönlich gefällt der Feuer-Mario und der Katz-Mario am besten. Ihr könnt mir gerne mal euren Lieblingsanzug in die Kommentare schreiben und auch allgemein, was ihr von diesen Anzügen haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da.
Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. See you later.